Alle wichtigen Neuigkeiten rund um die neuen Distributionscenter jetzt zusammengefasst, denn Star Citizen ist zwar sehr, sehr komplex, aber kein Hexenwerk. Und viele haben auf die neuen Informationen rund um die riesigen Anlagen bereits sehnsüchtig gewartet und es gibt Updates für den Stand, wie sie in der 3.23 implementiert werden sollen. Lass also gerne ein Abo mit Glocke da, wenn du dich für Zusammenfassungen rund um Star Citizen interessierst und schreib mir in die Kommentare, was du von den folgenden Informationen hältst. Die Frage, was die Distributionszentren sind, bedeutet einen Rückblick auf eine zweijährige Entwicklungszeit. Es handelt sich um jeweils riesige Knotenpunkte, die jeweils einer Organisation angehören, in denen Waren oder Dinge gehandelt oder zum Teil auch hergestellt werden. Diese Orte haben eine hohe Aktivitätsdichte und sind für Spieler anhand verschiedener Aufträge und Möglichkeiten auf verschiedene Arten interessant. Welche Missionen dort zur Verfügung stehen, ist unter anderem davon abhängig, welche Fraktion ein Spieler angehört. Ziel ist, dass es sich bei diesen Anlagen um Stätten der Begegnungen handelt. Ein gutes Beispiel sind einige Locations gewesen, die wir bereits in Pyro sehen konnten, oder auch die Ghost Hollow Location, für die es diverse Gründe oder Missionen geben kann, weshalb Spieler dorthin gelotst werden und so Begegnungen mit anderen Spielern möglich sind. Im Falle der Distributionszentren wird uns in der aktuellen Episode des Inside Star Citizen gezeigt, dass ein Spieler beispielsweise eine Paketmission an diesem Ort abschließt und es gleichzeitig sein kann, dass ein anderer Spieler diese Anlage infiltriert und dort beispielsweise einen VIP eliminieren muss. Insgesamt will man eine große Vielfalt an Gameplay ermöglichen, von Bombenangriffen über FPS-Kampfaufträge, Diebstähle und vieles, vieles mehr. Somit soll ein Mikrokosmos für FPS-bezogene Inhalte entstehen. In der kommenden 3.23 wird nicht die ganze Vision der Anlagen implementiert. Die ins Spiel kommenden Zentren gehören verschiedenen Marken und Herstellern aus dem Verse und einige davon werden dem Spieler freundlich gegenüber eingestellt sein, andere feindlich. Zunächst werden beide Flügel begehbar sein. Auf den Flügeln befinden sich zwei Landingpads, zwei Frachtaufzüge und ein Hangar. Es sind Missionen im Inneren, aber auch außerhalb möglich. Weiterhin erhalten wir den Zugang zur Lobby mit daneben liegenden Schlaf- oder Kochräumen und VIP-Bereichen, aber auch Wartungsorte mit zugehörigen Missionen. Der Hauptteil dieser Anlage ist das riesige Lagerhaus mit Kantine und Shop, von dem aus sich zwei Straßen ergeben, die zu verschiedenen weiteren Räumen führen. In den Lagerräumen befinden sich viele Container, die mit dem Traktorstrahl bewegt werden können. Weiterhin verfügen die Zentren über Ruhebereiche für Arbeiter und auch Sicherheitsbereiche und weitere Nebenräume. Aber auch einen kleinen Unterbau mit einer Nebenstraße, der in eine Art Wartebereich und Belüftungszentrum führt. Jeder Flügel hat einen Cargo- und Versandbereich und eine Sicherheitstür zum Außengelände. Fahrzeuge können nicht in dieses Innere gelangen, zumindest ist das so angedacht. Was die Citizens draus machen, das ist eine andere Geschichte. Letzten Endes sollen die verschiedenen Missionen und Möglichkeiten jeweils sowohl für aggressive wie auch für friedliche Spieler Content liefern, egal ob gesetzestreu oder Outlaw. Für aggressive und gesetztreue Spieler wird es zum Beispiel die Möglichkeit geben, eine feindliche Attacke auf das Distributionszentrum abzuwehren. So könnte man vom Betreiber einen Auftrag bekommen, einen bestimmten Bereich zu beschützen, der gerade angegriffen wird. Während der Spieler zum genauen Einsatzziel vordringt, wird er beispielsweise bereits Kämpfe zwischen den Angreifern und den Verteidigern sehen, in die er eingreifen und diese Truppen unterstützen kann. Die Gegner können in Wellen kommen und verschiedene Waffengruppen zur Verfügung haben. Gesetzestreue und friedliche Spieler können dort in den Genuss von Transport- oder Liefermissionen kommen, da es sich ja jeweils um ein Vertriebszentrum handelt. Also ankommen, landen, Schiffe mit bestimmten Waren beladen, womöglich Kopf einziehen und dann ab zum Liefern der Ware wieder wegfliegen. Aber auch der Einsatz des kommenden Schwebetransportwagens wird es erlauben, interne Lieferungen von einer Sektion in die andere möglich zu machen. Die Zentren sind groß genug, um Missionen anbieten zu können, sodass man diese Orte nicht mal verlassen muss. An dieser Stelle ein kleiner Einschub. Solche Möglichkeiten der internen Missionsgenerierung werden hoffentlich auch bald für Stationen und Landezonen kommen, so wie wir es auch in Pyro schon gesehen haben, wo es Überfälle auf bestimmte Stationssektionen gab. Das würde vielen Spielern die Lust geben, sich länger auf den Landezonen aufzuhalten und wird sicherlich so auch kommen. Was denkst du? Für den aggressiven, gesetztreuen Spielerarchetyp könnte sich ein Überfall anbieten. Hinfliegen und die Sicherheitskräfte eliminieren und die Anlage infiltrieren. Das Eliminieren eines VIP oder der Diebstahl bestimmter Waren könnten mögliche Aufträge sein. Jedes Distributionszentrum, insbesondere die von größeren Unternehmen, verfügt über Turrets und bewaffnete Wachen vor Ort. Aufgrund der Geschütztürme ist ein Überfallanflug gefährlich, aber auch Verteidigung in der Luft sei in solchen Fällen zu erwarten.
Und für friedliche, gesetzestreue Spielerarchetypen wie mich wird es beispielsweise Missionen geben, indem man sich heimlich in die Anlage schleicht, um dort bestimmte Sachen oder Waren zu entwenden. So sollen sich gegebenenfalls verborgene Routen und Hintereingänge finden und nutzen lassen, um sich an Wachen zum Missionsziel hinzuschleichen und so unentdeckt wieder zu verschwinden. Für Spieler, die keine Mission haben und sich den jeweiligen Anlagen annähern, gibt es verschiedene Arten, wie diese sich verhalten werden. Einige sind Besuchern gegenüber offen eingestellt, andere möchten für sich selbst bleiben und gehen womöglich in den Angriff über. Manche sind öffentlich, andere haben eine höhere Sicherheitsstufe oder sind eben feindlich. Manche können also nur mit einer Mission betreten werden, ohne dass es zu einem Angriff kommt. Welchem der hier vorgestellten Archetypen kannst du dich am besten zuordnen? Und welcher fehlt dir gegebenenfalls noch? Schreib mir das gerne in die Kommentare. Spieler, die ohne Mission beispielsweise in eine feindliche Anlage eindringen, haben mit einer immensen Gegenwehr zu rechnen. Wie zu Anfang erwähnt, ist eine der Ideen hinter den Distributionszentren, Spieler zusammenzubringen und Begegnungen und somit ein lebendigeres Verse zu erschaffen, was final zu chaotischen und unterhaltsamen Situationen führen kann. Diese Komponente des Unerwarteten ist sicherlich nicht für jedermann etwas, bringt aber eben viel hier vorgestelltes Potenzial mit sich. Also ein weiterer großer Spielplatz im Verse. Letzten Endes handelt es sich bei diesen vielen Informationen um die erste Implementierung der Zentren und wer einige der damit zusammenhängenden Inside Star Citizen Episoden im letzten Jahr verfolgt hat, weiß, wie viel weiteres Potenzial uns dahingehend noch erwartet und so, wie man in dem aktuellen Inside Star Citizen hört, beschäftigt sich CIG dahingehend auch mit Endgame-Content, der bestimmt auch mit solchen Anlagen zusammenhängt und unter anderem in Form von Raids stattfinden soll. Verpasst nicht die Verlosung der Arastra eines Mining-Schiffs im Wert von knapp 600 Euro, aber auch andere Game-Package-Giveaways mit LTI. Alles auf Twitch, schau also gerne vorbei, der Link ist in der Videobeschreibung. Wenn du da drauf drückst, einfach ein Follow dalassen und dann wirst du benachrichtigt, wenn ich das nächste Mal online gehe. Schau also gerne rein und schreib Ausrufezeichen Verlosung dort in den Chat, um mehr zu erfahren. Und ich hoffe, das Video hat dir etwas gebracht und bis zum nächsten Mal. Hex, Hex.